Nun kommt Jörg Rupp. Seine Bewerbung findet ihr unter der Nummer 13. Liebe Freundinnen und Freunde, heute scheint Styling-Tag zu sein. Ich habe mir gedacht, ich ziehe mal was anderes an als normalerweise. Ich muss auch meine schriftliche Bewerbung ergänzen. Ich bin seit einer Woche kommissarischer Sprecher der Arbeitsgruppe Netzpolitik der LAG Inneres. Der Alex Schestak hat aus gesundheitlichen Gründen das Amt niedergelegt. Und ich spreche hier auch mit dem Votum dieser Gruppe. Und im Gegensatz zu den Piraten, die sich ja schon im Post-Gender-Zeitalter wähnen, planen wir für diese Arbeitsgruppe auch eine Doppelspitze, selbstverständlich. Liebe Freundinnen und Freunde, Netzpolitik, habt ihr heute wenig dazu gehört, ist mehr als Internet gucken, wie das die Bärbel gesagt hat. Mehr als twittern, mehr als Freunde adden bei Facebook, mehr als bloggen. Und vor allem, Netzpolitik ist mehr als ein Hype, der ebenso wie die Erfolge der Piratenpartei verfliegen wird. Nein, er ist ein zentrales Politikfeld, ein Querschnittsthema, das von den Bürgerrechten, unserer Freiheit bis hin zur Infrastrukturpolitik uns alle betrifft. Dazu gleich mehr. Noch ein kurzes Wort zu den Piraten. Der Wahlerfolg der Piraten in Berlin ist zunächst einmal ein lokales Ereignis. Aber trotzdem müssen wir die Piraten ernst nehmen und vor allem die Themen, über die sie sprechen. Die SPD in diesem Land tritt weiter vehement für die Vorratsdatenspeicherung ein, liebe Freundinnen und Freunde. Ich kann nur davor warnen, diesem Drängen nachzugeben, unsere richtige Position aufzugeben. Wer es schon versucht, der wird weiterhin Wählerinnen und Wähler in Scharen zu den Piraten treiben. Wir müssen den Stimmen in unserer Partei, die begriffen haben, dass der Lebensraum Internet etwas anderes ist als ein neuer Kanal zur Verbreitung der eigenen Wahrheiten, ein stärkeres Gewicht in diesen Fragen einräumen. Wenn wir das tun, liebe Freundinnen und Freunde, dann müssen wir auch keine Angst vor einer Partei haben, die uns inhaltlich in den wenigen anderen Bereichen, in denen sie schon wissen, was sie wollen, nahesteht. Zur Transparenz und Bürgerbeteiligung haben wir gestern viel gehört. Den Internetteil, wenn man es so nennen möchte, habe ich geschrieben. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Medium uns die Chance bietet, Politik greifbarer zu machen, Entscheidungsprozesse nachvollziehbarer und Möglichkeiten der Beteiligung bietet in einer Weise, wie wir es weder mit Infoständen noch mit auf dem Marktplatz noch mit so guten Interviews in der Zeitung hinbekommen. Allerdings ohne diese zu ersetzen. Netzpolitisch die richtigen Akzente zu setzen, bedeutet, dass wir zunächst begreifen, dass das Internet nicht nur ein Medium ist, sondern eine Erweiterung unseres analogen Lebensraums. Früher haben Leute meiner Generation Postkarten geschrieben, Bilder aus dem Urlaub mitgebracht oder gar Dia-Abende veranstaltet. Man hat telefoniert, man hat sich verabredet. Heute macht man das alles auch noch, aber man teilt seine Urlaubsfotos auf Facebook. Man schickt eine MMS vom Strand und twittert, wie schön das Wetter ist oder wie beeindruckend der Ausflug, den man gerade macht. Man steht staunend vor der Mona Lisa, fotografiert sie und teilt das. Man liest die Nachrichten, wenn sie erscheinen, nicht erst am nächsten Tag auf totem Holz. Man kommentiert sie, reicht sie weiter, teilt Trauer und Freude, Wut und Angst mit anderen Menschen. Viele bei uns müssen begreifen, dass der selbstverständliche Umgang mit den sozialen Medien vielleicht nicht immer nachvollziehbar erscheint. Aber aus diesem Nichtbegreifen Regeln ableiten zu wollen, die für diejenigen, die selbstverständlich die virtuelle Welt zu ihrer eigenen realen Welt machen, das sollte man lassen. Wir können niemanden vorschreiben, die Fotos von der letzten Party nicht zu veröffentlichen. Wir können niemanden zwingen, schlechte Witze nicht mit anderen zu teilen. Wir können davor warnen, alle 10 Minuten seinen eigenen Standort bei Foursquare zu veröffentlichen. Wir können. Aber was wir tun sollten, ist diejenigen, bei denen das alles veröffentlicht wird, dazu zwingen, verantwortungsvoll mit diesen Daten umzugehen. Sie nicht zu verkaufen, sie nicht im vorauseilenden Gehorsam Strafverfolgungsbehörden ausliefern. Nicht alle Daten ein halbes Jahr lang zu speichern. Ich kann doch meinem Metzger auch nicht verbieten zu lernen, dass ich gerne geräucherte Bauernbratwürste esse. Dem Metzger muss ich aber nicht sagen, dass er das nicht jedem erzählen soll. Das weiß der auch so. Aber den großen Konzernen muss man offensichtlich beibringen, dass man sowas nicht tut. Kaufte ich meine Würste bei Google, würde meine Mailbox bald vor Angeboten überlaufen. Dort müssen wir ansetzen, liebe Freundinnen und Freunde, und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger vor den Menschen auf und ab gehen und vor dem bösen Internet warnen. Wir sollten außerdem endlich dafür sorgen, dass Menschen, die auf Tauschbörsen Musik und andere Dateien, teilweise in zweifelhafter Qualität, tauschen, nicht mehr länger kriminalisiert werden. Und wir sollten dafür sorgen, dass zweifelhafte Anwälte mit zweifelhaften Abmahnungen einen riesen Reibach machen. Und wir sollten endlich dafür sorgen, dass wie es in anderen europäischen Ländern auch der Fall ist,
man nicht mehr mit einem einfachen Mausklick im Kleingedruckten ein Abo abschließen kann, das ein kleines oder gar ein großes Vermögen kostet. Ihr könnt sehen, Netzpolitik ist auch Verbraucherschutz. Auch hier ist der Adressat unserer Maßnahmen derjenige, der mit dem Nichtwissen der Menschen Profite macht. Derzeit schützen wir die Unanständigen und lassen die, die den Schutz bedürfen, im Regen stehen. Ich komme zum Schluss. Auch in 5 Minuten habt ihr gesehen, kann das nur ein kleiner Ausschnitt aus dem sein, was dieses Politikfeld tatsächlich berührt. Im Parteirat will ich weiterhin dafür eintreten, dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, die uns diese Technologie bietet. Ich will mich dafür einsetzen, dass wir unsere Programmatik so fortschreiben, dass wir die Antworten geben, die diese neuen Politikansätze und Fragen benötigen. Und ich will mich im Parteirat weiterhin dafür einsetzen, dass wir in allen Fragen Antworten finden, in denen sich die allermeisten von uns wiederfinden. Das heißt nicht Streitpunkte unter den Tisch kehren, das heißt Differenzen offen, fair und transparent auszutragen. Das heißt, Mehrheitsbeschlüsse zu akzeptieren, ohne das eigene Ziel aus den Augen zu verlieren. Das heißt, mit euch zusammen unsere Grüne Partei als führende Kraft in Baden-Württemberg zu etablieren. Und das heißt, zusammen mit euch die Rolle für die Partei im Dreiklang mit Fraktion und Regierung zu finden und öffentlich wahrnehmbar zu machen. Dafür will ich streiten, dafür will ich kämpfen. Und darum bitte ich um euer Vertrauen. Dankeschön.